Ein Ring, sie alle zu knechten. Was ist mit dem Ring? Bleibt er auch hier? Ja, ja. Er liegt in einem Umschlag auf dem Kaminsims. Warte, er ist hier in meiner Tasche. Ist es nicht seltsam? Jetzt, da es soweit ist, mag ich ihn gar nicht hergeben. Du solltest ihn hier zurücklassen, Bilbo Beutling. Fällt dir das so schwer? Ach was, nein. Und ja, ich will ihn behalten. Ich habe ihn gefunden. Er ist zu mir gekommen. Es ist mein Ring. Du brauchst nicht zornig zu werden. Wenn ich es bin, ist es deine Schuld. Es ist mein Eigen, mein Ring, mein Schatz. Hier gibt es keine Beutlinge. Die Hobbits wohnen alle da drüben. Wir müssen uns auf Saurons Seite stellen. Das wäre weise, mein Freund Gandalf. Sag mir, Freund, seit wann gibt Saruman der Weise Wahnsinn Vorzug vor Vernunft? Haltet euch zurück! Wir können ihm nicht helfen! Das dunkle Feuer wird dir nichts nützen, Flamme von Urgur! Du kommst nicht vorbei! Gandalf! Nein! Nein, Frodo! Flieht, ihr Narren! Atme, ruhig atmen, das ist der Trick. Wartet auf mich! Komm, Gimli! Wir Zwerge, wir sind eher geborene Sporter, motzgefährlich auf kurze Entfernungen. Wenn wir unser Land nicht verteidigen, wird Saruman es sich gewaltsam nehmen. Das ist eine Lüge. Saruman der Weise war stets unser Verbündeter, allseits und seit jeher. Orks streifen frei durch unsere Lande, ungestört, ungestraft, willkürlich mordend. Orks mit dem Zeichen der weißen Hand Sarumans. Warum beschwert ihr mit Sorge sein ohnehin schon besorgtes Gemüt? Seht ihr denn nicht, euer Onkel leidet sehr unter eurer Unzufriedenheit und Kriegstreiberei?